Du bist einer von diesen Schmarotzern. Alter, das ist wie arschig. Ey, was soll das denn? Warum werden wir denn direkt beleidigt? Meine lieben Zugucker, ein herzliches Willkommen wieder zu einem neuen Game. Angezockt, Another Crabs Treasure. Soll ein Souls-like sein mit Krabben. Musik ist schon sehr episch und wir gehen direkt rein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein paar Einstellungen vorgenommen, aber nur am Controller und das war's. Deswegen let's hit it und wir gucken mal, was so passiert. Ich habe es mir noch kein Stück angeguckt, außer die Option. Wird lustig. What word comes to mind when you think of the earth? For some, that word might be beautiful. Tatsächlich. Others might say the world is hateful or evil. Or unstable or full of shit. But above all else, the word that best describes our world is resilient. Against the odds, time and time again, creatures adapt to make the most of their given environment. Okay. Some learn to feed on others, stealing their vitality for their own. Some become scavengers, living off what strangers leave behind. And others still, as we will soon see. Oh, guck mal einer fix. Would prefer to be simply left alone. Another Crab's Treasure. Okay, das war ein cooles Intro tatsächlich, kurz und knackig. Ruckelt ein bisschen tatsächlich. Aber lassen wir uns einfach mal nicht beirren von. Okay, kein Ding. No way. No one's home. Sir. Please open up. Kredithai, tatsächlich. Kredithai. Oh, you're not a bird. Sir, are you the owner of this residence? You mean my shell? Yeah, it's mine. Do you like it? I represent the Royal Duchy of Slacktide, which has recently annexed the territory surrounding and including this tide pool. Okay. I'm here to inform you that you have outstanding taxes that date back an upwards of 10 tides. Ganze 10 Fluten, if you Alter. Are presently unable to pay this balance, the duchy will claim your home until you... Hold on. I've got some questions. First of all, what's a duchy? Also, taxes? Okay. So basically, the Duchess of Slacktide owns this whole area now. And she puts a lot of effort into keeping it safe. So everyone who benefits from that has to abide by her rules and pay up once per tide. There's still plenty of birds okay. here. I don't know if it's really safe. Look, kid, I don't have time to argue political nuances here. I've got a lot of tax evaders to get through. You gotta pay up right now, or I'm gonna have to repo your property. Got Online. It? Okay. I think I've got a hard kelp or two around here somewhere. Okay. Ah, jetzt ruckelt es wenigstens nicht mehr so krass. Okay, wir können... das ist aber sehr empfindlich, Alter. Das ist sehr empfindlich. Können wir hier... Können wir die Ränder... Willst du erst noch die Flut erwarten, Kleine? Mach hin und bezahl endlich, sonst muss ich die andere Seiten aufziehen. Okay, wie... Okay, erstmal mit der Steuerung klarkommen. Das ist wahrscheinlich Blocken, tatsächlich. Sieht es zumindest so aus, Blocken. Ich kann noch nicht angreifen. Da, guck mal, ich kann doch jetzt rollen. Okay, kann ich auch rennen? Okay, Souls-like, ganz klar. Du hast dein Vorrat an Herztang gefunden. Jeder liebt diesen leckeren Herztang. Nee, jeder liebt diese leckeren Herztang-Schoten. Darum werden sie oft als Handelsware benutzt. Schon der Verzehr einer einzigen Schote gibt dir ein Sättigungsgefühl, okay? Sind das unsere Flakons oder? Hoffentlich reicht das für die Steuern. Ach so, okay. Dann. Alles klar. Okay, dann komm. Nimmer. Das reicht doch bestimmt, oder? Also, das ist nicht viel, aber. Meunter der Miesmuschen. Was ist das? Das sind Herztangschoten. Wie kann man denn keine Herztang. Wie kann man denn keinen Herztang mögen? Ja, frage ich mich auch. Das soll wohl ein Witz sein. Das Zeug benutzt schon ewig niemand mehr als Währung. Der gesamte Ozean bezahlt jetzt mit Müll. Kapiert? Müll. Lässt sich bestimmt ein bisschen was finden. Okay, keine Perlen mehr und auch keine glänzenden Piratenmünzen? Ganz recht, der Schund ist Geschichte. Also bringen wir ein paar Brotbeutelclips oder Ketchup-Päckchen, bevor ich die... Alter, ich habe noch ein paar im Kühlschrank tatsächlich. Von Mc's oder von irgendwelchen Burgern. Also kannst du gern haben.
Also ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Alles klar? Das reicht jetzt. Verabschiede dich von deiner Muschel, du Flitzpiepe. Flitzpiepe, wer sagt denn heute noch Flitzpiepe? Baba! Ach, scheiße. Okay, es passiert nichts. Oh nein! Oh, verfischt. Verfischt. Ja, schlecht. Und jetzt? Okay, ich kann mich so... Kann ich hier rein? Ins Wasser kann ich nicht. Aber wir haben eine Kompassanzeige, fällt mir da oben auf. Okay, jetzt sag mir mal, wo ich hin soll. Da hinten ist eine Taube. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Gib mir mal eine Sekunde. Wo ist das Standort? Ach krass, guck mal, wir haben sogar eine Map. Okay. Aber ich wollte eigentlich die Option. Ich wollte eigentlich zum... zu den... Genau, hier. Das machen wir mal ein bisschen runter. Nicht, dass die Musik zu laut ist. Ist das hier? Wo soll ich denn hin? Soll ich hier hin? Nö, da kann ich nicht hin. Okay. Das soll das erste Souls-like sein mit Krabben. Ich bin gespannt, wirklich. Ich bin sehr gespannt. Hm. Komm hier einfach rüber. Tatsächlich. Ach, hier ist zum Sprinten. So. Du kleiner Sack. Okay, da will uns das Ding nicht wiedergeben. Dann. Achso, es ist ein Mini-Tutorial, ist kein Ding. Dann springen wir hier mal. Ah ja, guck mal einer an. Kleiner, können wir nicht hier rein? Nee. Der macht, der lässt mich da einfach tatsächlich nicht rein. Na gut, von mir aus. Ist das hier die Planke? Ach, guck mal, da ist er ja. Das kannst du doch nicht machen. Ich bin den ganzen Vögeln raubt ihn hier schutzlos ausgeliefert. Nicht mein Problem. Wenn du deine Mische zurück willst, musst du dir einen Job suchen und die Kasse klingeln lassen. Am Riff suchen sie immer Leute. Am Riff? Ist da nicht immer viel los? Ich hab's nicht so mit Leuten. Immer noch nicht mein Problem. Mir völlig schnuppe, wo du den Müll herbekommst, aber deine Muschel bleibt in der Zwischenzeit bei mir. Man riecht sich. Können wir nicht einfach sagen, ach nee, das ist blöd. Ich sag einfach verfischt. Verfischt. Sollte man sich vielleicht aneignen. Kann ich hier rein? Tatsächlich. Oh. Das sieht gut aus. Okay. So, kann ich... Ich kann blocken, aber schlagen? Ne. Im Sprung drücken zum Schwimmen... Was? Ah, alles klar. Okay, pass auf. So funktioniert das dann. Lass mal hier machen. Ah, das ist wie so ein... das hat aber... Das, was ist das denn jetzt? Komm hier so einfach rüber. Ah, schade. Komm hier so hoch? Nö. Dann lass doch mal gucken. Ich will gucken, ob das geht. Ich glaube aber, dafür brauchen wir wahrscheinlich. Ist das nicht so ganz Souls-like und Metroidvania? Hinten ist auf jeden Fall etwas Glänzendes. Das hätte ich gerne, aber ich glaube, da kommen wir nicht hin. Oh, na wobei. Alter, come on, das war gut. Na also, come on, das war fürs zweite Mal. Was haben wir jetzt? Brotkralle. Ein kleiner Plastikbrocken in Form einer Krabbenschere. Könnte vielleicht was wert sein. Tausche ihn gegen 250 Stücke Mikroplastik. Okay, cool. Okay, cool. Dann haben wir unseren ersten Scheiß gesammelt. Ich bin mir noch nicht sicher. Das Spiel hat... Ah, guck mal, da ist... Ist das ein Gegner? Kann ich dich anvisieren? Nee, ich kann dich nicht anvisieren. Oh hey, da ist ein Krebs. Entschuldigung, hast du vielleicht einen imposanten Hai gesehen mit einer richtig coolen und gemütlichen Muschel? Wer? Ich bin? Jemand, der definitiv nicht aber... Wow. Deswegen muss ich ja diesen... wertlos. Ach du grüne Alge, was ist denn mit deinen Augen los? Bekommst du nicht genug Schlaf oder heilige Moma? Bleib mal... Okay. Okay, okay. Scheiße, wir sollten uns verpissen. Ich kann hier nämlich nicht... Ich kann hier nicht kämpfen, ich kann hier nicht attackieren. Wir verpissen uns hier ganz schnell. Jetzt haben wir aber ganz schön viele, du. Au, Mann. Jetzt ist die Frage, ob ich hier drauf gehen soll. Oh. Au. Wir machen uns ganz schnell weg. Gütiger Grindwal. Ich glaube, ich bin ihnen entwischt. Ich wusste ja, dass der Ozean ein heißes Plastik ist, aber gleich so extrem. Digga, das war schon... Oh, ist das unser Checkpoint tatsächlich? So, was haben wir? Wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn ich mich verteidigen könnte. Alter, wir haben halt einfach eine rostige Gabel als Waffe. Cool. Das Ding kann bestimmt ein bisschen Schaden anrichten. Wenn mir jemand an die Schale will, dann ziehe ich ihm eins mit der Gabel über.
Am besten übe ich erst noch ein bisschen an dem Teil. An welchem Teil? Eine verrostete Gabel gefunden. RB drücken, um die Gabel zu schwingen. Übrigens steht hier, ich bin da so ein kleiner Monk, es steht hier A drücken zum Bestätigen. Ich drücke A, aber man muss es gedrückt halten. Egal. Okay, einmal angreifen ist angreifen, also einmal RB und gedrückt halten ist Aufladenangriff. Okay, das kriegen wir hin. Wir sind in Elden Ring, sind wir sehr geschickt. Hier können wir ausweichen, hier können wir blocken. Ich weiß nicht, wofür diese Grünalge ist. Vielleicht sind das unsere Flakons. Kann ich das Ding kaputt machen hier? Oh, tatsächlich. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es geht. Okay, wir können auf jeden Fall in der Luft, können wir auch schlagen. Und ich kann dich anvisieren, das ist gut. Oh, fuck, ja. Ja. Gegner im Fokus behalten. RS drücken, um einen Gegner im Kamerafokus zu behalten, sodass die Kamera ihm immer verfolgt. Das ist extrem hilfreich im Kampf, aber vergiss es nicht. Das ist tatsächlich sehr hilfreich. Sollte man immer beibehalten. So. RS im Fokus behalten. Na, komm her. Ich, Angriff ausweichen. Tippe B. Ja, gut, das ist okay. Das, etwas üben. Ja, das kriegen wir. Komm. Ja, alles gut. Fein. Fein. Okay, was haben wir jetzt noch? Hier hinten ist... Da ist noch ein Gegner. Komm her. Kann ich auch einen Superschlag machen? Nee. Oh, okay. Das war... Au. Mann. Erstens müssen wir die Scheiße nicht selbst aufsammeln. Und wie ist das denn? Kann ich nicht gegen, aber ich kann die kaputt machen. Jetzt wäre halt die Frage, ob da auch Loot drin wäre. Das wäre cool. Na, guck mal, da hinten hängt Patrick. Hi, Patrick. Okay, dann lass mal hier. Ich wusste, hier ist was. Was ist das? Okay, was ist das? Sind das Erfahrungspunkte? Ja, tatsächlich. Nee, das sind Kristalle. Ich weiß noch nicht, wofür die sind, aber das kriegen wir raus. Das kriegen wir raus. So, da ist wahrscheinlich unser erster Checkpoint. Geil. Cool. Huch, was ist das denn? In Nähe von diesem kleinen Plattform werden die Meeresströme ganz warm. Irgendwie gemütlich. Vielleicht kann ich mich ein bisschen ausruhen. Tatsächlich, komm, let's go. Strömung berühren. Ja, man kennt's. Mondschnecken rausgefunden. Mondschneckenhäuser. Berühre diese leuchtende Meeresströmung, um ein lang vergessenes Mondschneckenhaus wiederherzustellen, indem du dich ausruhen kannst, um deine Gesundheit zu regenerieren. Wirst du umgebracht? Da steht halt einfach, bist du umgebracht. Wirst du gekillt, liebevoll in den Schlaf gedrückt, erwachst du in dem Mondschneckenhaus wieder zum Leben, das du als letztes besucht hast. Also aktiviere möglichst jedes, das du entdeckst. Jetzt habe ich den Monitor angespuckt übrigens. Toll. Hm. Können wir das betreten? Das speichert dann wahrscheinlich automatisch, richtig? Okay. Kommt da eine Katze hin, oder? Ich glaube, da kommt eine Katze hin. Ja, tatsächlich. Ach, guck mal. Was haben wir jetzt hier? Panzersammlung. Lass mal Levelaufstieg. Was geht denn hier? So, Mikroplastik und Levelaufstieg. Die Macht, die den Mondschneckenhäusern innewohnt, ermöglicht es dir, dich von Mikroplastik zu reinigen, wodurch du Energie gewinnst. Auch praktisch, Seelen zu sammeln. Allerdings werden die gewisse Leute interessante Sachen im Gegentausch gegen Mikroplastik anbieten. Also bewahre dir lieber ein paar Stücke auf. Okay, also quasi wie Dark Souls, Elden Ring und der ganze Spaß. Kriegen wir hin. Was brauchen wir denn dafür? Ach, ich. Oh. Ja gut, das ist, ich habe zu wenig tatsächlich. Panzersammlung. Ach ja, guck mal. Panzersammlung. Sobald ich das zurück habe, kann ich alles wieder ganz normal, kann alles wieder ganz normal werden. Keine Fähigkeit. Dieser Panzer hat keine Zauber. Scheiße, es gibt 69 Panzer. Da hat man ein bisschen was zu sammeln, du. Okay, dann gehen wir hier mal raus. So, wie geht's weiter? Da hinten? Da hinten ist der böse Hai. Da ist er doch. Jetzt hol mir dich mit der rostigen Gabel. Haha, da bist du ja. Mann, du lässt einfach nicht locker. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Diese Muschel gehört jetzt der Herzogin. Wenn du sie zurückhaben willst, musst du das mit ihr klären. Meine Arbeit hier ist getan. Ach, come on. Irgendwas muss ich doch tun können. Klar, jetzt wo du es sagst. Du kannst mich mal an der Schwanzflosse lecken und mich endlich in Ruhe lassen. What the fuck, Mann? Alles klar. Okay. Okay, also das würde erklären, warum das Spiel ab 16 ist, glaube ich. Muhaha, man riecht sich kleiner. Ja, hau rein. Ah, dieser Typ ist unausstehlich. Ich finde diese Faces links und rechts übrigens sehr, sehr lustig. Ich mag Krill. Krill? Krill? Nein, Krill. Ja.
Schade, meine Tasse leuchtet gar nicht mehr. Es ist nämlich eigentlich die Tasse des, na komm, sag, die Karte des Rumtreibers, genau. So, oh. Okay, man kann natürlich auch Ladezeit mit einem Ruckeln kaschieren, das geht auch. Wattenmeer. Okay, wir sind im Wattenmeer und ich kann mit dir talkie-talken, oder was? Na sowas, euch Krebse verschlägt es ja nicht so oft von dem Restwassersenke hierher. Naja, ich hatte keine große Wahl. Weißt du, was hier los ist? Ich habe gehört, dass jetzt eine Herzogin das Sagen hat. Yep. Und mit der ist nicht gut Algen essen. Wenn die Flut kommt, muss ich mein hart verdientes Mikroplastik springen lassen, nur weil ich existiere. Was kriege ich dafür? Gar nichts. Die Alte baut nur weiter in ihrem Schloss rum und heuert immer mehr Soldaten an. Oh cool. Wo finde ich das denn? Sie hat nämlich was mir gehört. Kumpel. Ah, mach die Augen auf. Da musst du nicht so blöd fragen. Oder ist dir das hiesige Schloss davon entgangen? Okay. Alles klar, dann mache ich mich mal auf den Weg. Hoffentlich kann ich das Missverständnis mit den Steuern aus dem Weg schaffen. Ah, du bist einer von diesen Schmarotzern. Alter, wie arschig. Ey, was soll das denn? Warum werden wir denn direkt beleidigt? Denkst wohl, du musst keine Steuern zahlen, weil wir anderen die Gesellschaft schon am Laufen halten, was? Aber hast du nicht gerade gesagt? Ihr Einsiedlerkrebse seid alle gleich. Schnappt euch einfach die Häuser, die wir im Schweiße unseres Angesichts aus Kalk gebildet haben. Wärst du mal lieber in deiner Restwassersenke geblieben, du kümmerliche Garnele. Also wir sind nicht beliebt irgendwie. Ich hab dir doch nichts getan. Ah ja, dann sollte ich dir vielleicht mal was tun. Ja, au! Was soll das? Gib mir deine... Warum wollen wir immer alle an die Schale? Der Panzer passt mir nicht mal. Na gut, tief durchatmen, Kill. Seit der Brutzeit der Möben hast du nicht mehr so gefährlich gelebt. Aber eigentlich muss ich ja nur zum Schluss schaffen. Genau wie diese übellaunige Schnecke gesagt hat. Die Herzogin ist hier für die Steuern verantwortlich. Also hat der Hai meine Muschel bestimmt zu ihr gebracht. Wenn ich ihr die Situation erkläre, löst sich alles im Wohlgefallen auf und ich kann mich wieder aufs Ohr hauen. Okay? Kann ich den Panzer tragen? Was für eine Zeitverschwendung. Passe ich doch niemals rein. Ja komm, dann... Jetzt nimm das Scheißding. Oh, ist das nervig. Kann ich den wirklich nicht? Jetzt habe ich den hier umsonst platt gemacht. Toll. Warum passt du da nicht rein, Junge? Und wie kann ich mich heilen? Ich kann mich gar nicht heilen. Ich kann hüpfen. Okay, das ist aber kein Ding. Wir können... Das ist schon irgendwie cool gemacht, tatsächlich. Hier mit dem... Mit den Schüchen. Mit den Schläppchen. Mit den Gegnerchens. Was willst du? Uah. Okay, das ist kein Ding. Oh, das war ein schöner Schlag. Was hast du für uns? Stachelhaken. Diese Waffe ist dafür bekannt, mit Hilfe einer stabilen Angelschnur weit entfernte Gegner heranzuholen. Selbst kräftige Gegner können herangepumpt werden, wenn man ihre Schwachstelle erwischt. Okay. Wie soll ich das jetzt benutzen? Kann ich das... Ah. Oh, was ist das denn? Mit Steuerkreuz oben benutze ich den Heiltrank. Das ist aber nicht dein Ernst. Warte mal, kann ich das... Ah, guck mal, ich kann das Spiel speichern. Das ist schon mal gut. Hier, Einstellung. Lass mal ganz kurz die Steuerung gucken. Kann ich die ausweichen, gedrückt halten, Steuerung neu belegen? Geht das? Lass mal gucken, weil was ist denn hier? Was ist denn auf X? Panzerzauber. Ganz ehrlich, können wir nicht haben wir es denn? Das heilen. Können wir das nicht auf X machen? Warte mal. Quatsch, abbrechen. Ja, ersetzen. Was, setze erst alle Sticks? Nein! Warte mal, abbrechen. So, heilen. Bitte. Ersetzen. Setze erst alle Sticks und Achsen auf die Mitte oder Null und drücke im linken Kopf. Drücke jetzt eine Taste und bewege. Tauschen. So. Jetzt haben wir hier Panzerzauber. Jetzt passt es doch. Okay, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, aber werden wir sehen. Müssen wir gucken. Okay, ansonsten mache ich es halt einfach wieder zurück. Aber das Heilen hätte ich schon gerne irgendwie in der Nähe. Brotkralle, das kennen wir schon. So, ich wette, jetzt verdrücke ich mich die ganze Zeit wegen dem Heilen. Safe, hundertprozentig. Okay, da ist das Schloss, da müssen wir hin, gell? Ich bin aber eigentlich jemand, der gerne so ein bisschen hin und her läuft. Der die ganzen Scheiße erstmal sammelt. Haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Wie viel Zeit haben wir? Oh Gott, was ist denn mit dir? Komm, geh weg. Oh, das war ein schöner Angriff. Gib mir deinen Scheiß. Danke. Können wir fast ein Level hoch? Ja, stimmt nicht. Brauchen noch ein bisschen.
So, komm her, komm her, komm her. Ich kann sagen, ich dachte, ich hätte mich festgebackt. Das wäre blöd gewesen jetzt. Da ist doch was. Da komme ich hoch. Da ist ein Item. Ja. Ah, ne, so wird das nichts. Wie kann ich denn... Panzerzauber habe ich nicht? Nö. Links und rechts und runter? Nö. Okay, wenn wir diese Haken werden wir auf jeden Fall noch sammeln können, denke ich. Wird sich irgendwie raus... Wird sich rausfinden lassen. Ah, warte mal, bist du respawned oder bist du neu? Du bist auf jeden Fall tot. Das bist du jetzt. So, was hast du für uns? Ach, guck mal. Heilgegenstände kriegen wir von den Gegnern. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie schwer dieses Spiel sein soll. Es soll schwer sein. Natürlich Souls-like und so, aber bin gespannt. So, schnappe mal uns den Scheiß hier. Was haben wir? Blutsternkörperteil. Der abgetrennte Arm eines Blutsterns. Sein früherer Besitzer konnte leicht einen Ersatz regenerieren. Sammle noch 4, um deine Lebenskraft zu erhöhen. Ach, guck mal einer. Das ist ja cool. Okay, komm her. Haben wir uns gegenseitig? Nee, haben wir uns nicht gegenseitig. So, komm her. Du willst noch auf die Fresse, oder? Oh, der war schön. Oh, scheiße. Scheiße, wie viele sind das denn? Das ist ja mehr... Hallo? Danke. Scheiße, das sind doch ein paar viele auf einmal. Also... Du kannst nicht runter, nee. Oh, das war schön. Komm, können wir nochmal, ne? Scheiße. So, der ist weg. Und doch, du noch. Sehr gut. Geht doch. Gib mir deinen Scheiß. Was hast du für uns? Wieder eine Brücke. Ach, der ist ja noch ein Gegner. Was ist denn hier los? Okay, wenigstens bricht er fast ab, wenn man... Wenn man schlägt und dann B drückt. Das passt. Ich glaube, dass wir hier sind. Ich glaube, das ist... ich glaube, die haben was Gutes bewacht. Kann das sein? Boah, scheiße. Okay, das ist kein Ding. Jetzt... Oh, das war gut. Jetzt du noch. Komm her. Aber erst sammeln wir den Scheiß ein. Oh, wow. Für die Brotkralle. Dein Ernst? Nochmal daneben, Junge. Und noch einmal du. Zack. Wunderbar. Dann gehen wir doch einfach gerade. Kommen wir da hinten hin? Nee. Komm, gehen wir schnell in das Häuschen. Und da ist das Schloss, ne? Das darf man sich jetzt... Muss man natürlich sich merken. So, Strömung berühren. Alter, wir brauchen 3 Dinger. Damit wir hochkommen. Okay, wunderbar. Dann lass uns reingehen. Perfekt. Cool. Das war jetzt nicht allzu schwer tatsächlich. Also so ein bisschen vielleicht. Scheiße. Okay, den kriegen wir, haben wir einfach noch nicht. Ist aber kein Ding. Okay. Dann, ja, Levelaufstieg haben wir noch nicht, weil wir leider... Uns fehlen 3 Mikroplastiks. Ja, blöd. Na gut. Aber ich würde jetzt hier mal einen Schnitt machen. Ich guck mal, dass das mit der Aufnahme alles passt. Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Part, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich hab Bock. Haut rein. Bis dann. Ciao.